Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Park Beyond. Ich habe gerade beim Aufnahmestarten gesehen, dass wenn ich die Aufnahmetaste drücke, der hier runter geht, weil das Minus ist. Und habe dann das hier gesehen. Es gibt hier einiges Neues, da können wir gleich mal durchgucken. Hier sind aber, glaube ich, wichtigere Sachen. Genau, okay, nee, das sind nur die, wenn ich eine Attraktion gebaut habe, hier. Diese Attraktion Riesenrad hat den in den letzten 3 Mal einen Verlust gemacht. Okay. Die Sauberkeit von... Okay, ja, gut. Und der aktuelle Trend geht bald zu Ende. Wir haben Informationen einen neuen Trend erhalten. Neuer Zuschuss, Subvention für die Standsverlängerung großer Größen. Okay. Gut gemacht. Heute haben so viele Gäste den Park besucht, ich hätte fast den Überblick verloren. Fast. Ihn wirklich zu verlieren, wäre natürlich unverzeihlich. Okay, easy. Wir bauen in dieser Folge. Wir haben nicht eine Bilanz von... Also, wir machen Plus. Und, ja, wir haben 8000. Sprich, wir müssen die Sauberkeit hochbekommen. Spaß ist relativ weit oben, aber die Sauberkeit halt nicht. Eine weitere Grundstückserweiterung kommen wir nämlich nach hier. Okay. Ah, jetzt geht das. Dieses Grundstück kaufen. Ja. Nice. Das heißt, wir haben jetzt auch hier und wir können jetzt hier diese Wege nehmen. Hier angebunden. Also, es gibt Fertigbauten. Das sieht interessant aus. Das kostet aber auch einiges. Weil, nee, kostet gar nicht so viel. Haifisch-Surfer. Ich würde sagen, erstmal bauen wir auf jeden Fall eine vorgefertigte, würde ich sagen. Und auf die andere Seite kommt dann eine Custom. Sollte lang genug sein, die Warteschlange, wobei ich hoffe, die ist lang genug, sonst muss ich es nochmal umbauen. So, geöffnet. Und jetzt bin ich gespannt. Okay, fahren wir mal mit. Ah, es geht los. Hilfe. Ach, Schande. Warum ruckelt das so? Hilfe. Ach so, ich weiß deswegen. Ja. So sollte es jetzt besser funktionieren. Wenn das auch auf vierfacher Geschwindigkeit steht, kein Wunder, dass das so unendlich rumruckelt. Jetzt ruckelt nur mein Charakter eigentlich so komisch rum. Oh mein Gott, die Warteschlange ist zu kurz. Ich kann noch eine zweite hinzufügen, by the way. Deswegen brauchen wir mehr Spaß. Langsam mal. Es kommen halt kaum Leute irgendwie. Das lieben Erwachsene. Und Erwachsene, da hatten wir gesehen, da war sehr wenig. Okay. Kann man noch einen guten Kredit aufnehmen. Ja, hier sind Kredite. Paprika, Kredite, Kredit & Co. Erste internationale Bank von Jaymanion. Bausparkasse. Ja, Bonkel. Zinsen freundlich, gering.
böse, gierig. Nehmen wir doch den Paprika-Kredit, bevor wir komplett pleite gehen, würde ich sagen. Es sorgt jetzt auch nur dafür, dass wir nicht pleite gehen. In der Zeit muss ich gucken, dass ich wieder alles richtig geschoben bekomme. Aufnehmen. Nice. Kredit von Paprika-Kredite halten. Das ist eine sehr große Warteschlange. Was sagt man dazu? Ein Meilenstein auf dem Weg zu einem erfolgreichen Park. Nächster Schritt, mehr Kunden. Oder ein stinkreicher Kunde, der gerne Souvenirs kauft. Oh, was? Haben wir Souvenirgeschäfte? Endlich? Nee, schade. Aber wir sind wieder bei 100 Zufriedenheit. Ich würde gerne noch meinen Bratapfel-Shop hier hinzimmern. Okay. Oh. Hä, lol. Achso, ja, stimmt. Der Park liegt ja die ganze Zeit. Nehmen wir den einfach mal auf. Ich habe halt vergessen, den Park zu pausieren einfach. Deswegen ist das Geld gerade leer gelaufen, bevor ich die Geldquelle hätte noch. So. Und das hier will ich abreißen. Ich will zwar ungern, aber schweren Herzens zerstören wieder. Die haben wir zwar aus dieser Folge gebaut, aber die machten nur Minus momentan. Deswegen erhoffe ich mir mit diesen Achterbahn, die wilde Maus Achterbahn, jetzt mehr Geld reinbekommen, dann auch easy die Kredite abzahlen können. Ja, wenn wir jetzt hier mal gucken, also das macht Plus, das macht Plus, das macht Plus. Okay, welche? Das macht irgendwie Minus. Warum auch immer? Ich brauche nicht so viel. Ja, und die machen jetzt Minus, weil die Achterbahn abgerissen wurde, glaube ich. Wenn ich jetzt komplett bezahle, dann haben wir immer noch genügend Geld auf der Kasse. Dann habe ich den schon mal weniger. Das heißt, ich mache das jetzt komplett weg. Sind wir halt auf Null. Ich hoffe. Nee, oh, es ging. Ich verstehe. Gut, das war nicht geplant. Ich dachte, wir könnten den komplett abbezahlen. Aber wir haben jetzt wieder ein Plus gemacht. 11. Entweder das funktioniert jetzt oder ich muss laden und nicht den kompletten Kredit abzahlen, sondern nur den einen komplett und den anderen lasse ich erstmal. Je nachdem, also wenn das jetzt laufen sollte, dann seht ihr jetzt weiter, wie es weitergeht. Ansonsten seht ihr wahrscheinlich jetzt ab jetzt einen Cut. So, ich habe jetzt doch einen Spielstand geladen, weil mir einfiel kurz nachdem ich sagte, vielleicht kurzer Cut. Oder ihr seht ab da, wo es jetzt weitergeht. Weiter. Ist mir eingefallen, dass ich ja kein Plus machen kann, da ja die Tendenz minus, jetzt gerade minus 719 ist. Und ja, ich nur in Plus wiederkomme, wenn das auch da ein Plus ist. Deswegen ich dann geladen habe und ich jetzt nur einen Kredit abbezahle. Damit der abbezahlt ist sozusagen. Und den lassen wir erstmal. 23 Monate in der Zeit sollte das Geld hoffentlich reichen. Und wir haben noch ein bisschen Geld, um was theoretisch zu bauen. Und haben hoffentlich in 23 Monaten alles abbezahlt. Und ich versuche halt nochmal verschiedene Shops zu bauen. Der macht hier extrem viel Geld. Oder halt auch einfach mal die Sachen teurer zu machen. Warum nimmt das so extrem schnell ab? Was ist das? Ich habe das Gefühl, das ist verpackt, oder? So schnell nimmt das doch nicht niemals ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Dings ist kaputt gegangen.
Warum funktioniert das nicht? Die Leute steigen halt gar nicht mehr ein. Und die Haltbarkeit. Das ist doch nicht normal. Ah, jetzt nicht mehr. Aber eben gerade ist das innerhalb einer Sekunde, also jede Sekunde immer um 2% runtergegangen. Das wird wieder wartet. Aber die Leute steigen ein. Das ist doch schon mal nice. Also einmal schließen und wieder öffnen, dann funktioniert das Ganze, okay. Und dann wird auch gewartet währenddessen, das läuft. Das wurde mittlerweile auch gewartet. Das heißt, das macht auch wieder Gewinn. Ah, okay, jetzt macht es auch Plus wieder. Das macht auch alles Plus. Das ist okay, dass es Plus macht. Der ist aus. Und jetzt, ja, das ist kaputt. Und was ist mit der Krake? Ah, die ist auch kaputt, oder? Nee. Die hat das gleiche Problem wie die andere. Parkstufe erreicht. Ich Junge. Okay. Wir brauchen mehr für Erwachsene, glaube ich. Ach, ich gucke da gleich mal vorbei. Ich muss mal kurz hier schließen und wir öffnen. So, was brauchen wir denn eher so? Nur mal kurz gucken. Es ist ausgeglichen. Es ist tatsächlich relativ ausgeglichen. Das heißt, ich guck mal, dass wir mehr Shops, glaube ich, bauen. Das wäre, glaube ich, gut. Also Sumi Near Shop. Dann würde ich, glaube ich, das nehmen. Dann habe ich das für mehr für Erwachsene. Hab die. Doch, Hut Shop. Das ist doch Souvenir, oder? Ja. Dann schalten wir das frei. Und in der nächsten Folge bauen wir dann die ersten Dinge davon. Von der Kategorie. Sollte jetzt auch hier. Ja, hier haben wir viel mehr Auswahl. Das Ganze seht ihr aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. Dementsprechend lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um das nicht zu verpassen. Und damit ciao, Leute.